Moin Leute, es ist wieder mal Zeit für eine Runde angespielt. Heute gibt's ja das von Bugs und dem beschissensten Release aller Zeiten gequälten Wolzen. Was ist Wolzen? Relativ easy. Wolzen ist ein fucking Hack'n'Slay. Losrennen, draufhauen, draufkloppen, fertig. Ne? Und ich hab's vorhin schon mal angeschmissen. Läuft auf jeden Fall, das ist schon mal ein guter Anfang. Wir gucken einfach mal zusammen rein. Also. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei, ab geht's. Ja, und damit herzlich willkommen und moin moin. Da sind wir auch schon. Heute fangen wir mal ausnahmsweise meine Steam-Bibliothek an. Denn mir ist bei den letzten Starts schon was aufgefallen. Nämlich, dass auf jeden Fall eines der größten Probleme, das Serverprobleme, immer noch nicht behoben ist. Und ja, das Spiel ganz gerne mal Probleme damit hat, sich einzuloggen. Wir gucken mal, wie es diesmal läuft. Vielleicht haben wir einen wunderbaren Vorführeffekt und hier funktioniert auch instant gar nichts. Auf jeden Fall läuft schon mal die Aufnahme, das ist erfreulich. Und wir gucken mal, verbinde. Na, zur Abwechslung funktioniert's, das ist ja herrlich. Ne, ich hatte hier auch schon mal einen Charakter erstellt. Wir machen natürlich einen neuen. Für unsere kleine Testaufnahme und ich merke gerade, es ist fick laut. Das ändern wir erstmal. Zack. Und Lautstärke. So. Da reicht auch viel weniger. So, ist in Ordnung. Akzeptieren. Bitte start. Also, das habe ich tatsächlich bei jeder Einstellungsänderung gehabt. Bitte starte das Spiel neu, um deine Änderungen zu übernehmen. Alter, ehrlich, wegen Sound leiser machen? Ne, also ich weiß nicht, ob man es dafür einblenden muss und offensichtlich ist der Sound jetzt leiser. Von daher verzichten wir einfach mal ganz gepflegt drauf. Und ja, ich habe hier erstmal einen Krieger erstellt gehabt. Wir machen einen neuen. Ja, wir machen mal eine gute alte Zauberin, würde ich sagen. Ne, ich stehe auf Zauberer, spiele ich tatsächlich lieber als Krieger. Und so ein paar rote Augen kommen doch ganz cool, oder? Ja. So ein paar schicke Haare. Ist schon mal die Auswahl größer als bei Männern. Das finde ich ja erstmal ganz angenehm. Hier, das geht auch voll klar. Dazu. Haare machen wir rot. Poppy Red. Die Haarfarbe hatte meine Frau mal. Fand ich ganz cool. Und. Bart ist ausgegraut. Okay, man hätte was anderes reinnehmen können. Man kann eigene Farben machen? Fragezeichen. Ich weiß nicht, was Farben anpassen heißen soll sonst. Aber gut. Wir gehen mal weiter. Wir machen Magie. Okay, finde ich, sieht jetzt nicht so cool aus, die Rüstung. Also die finde ich bei den Kerlen cooler. Ne, da sind die tatsächlich sehr stark Warhammer inspiriert. Aber gut. Und wir sind natürlich nicht Ragnar Bertholdsson, passt nicht zu einer Frau. Amorasia. Frag mich nicht, irgendwann bin ich mal auf den Namen gekommen, fand den ganz cool und seitdem nutze ich ihn fast für alle meine Zaubererinnen. Und dann würde ich sagen, halte ich einmal die Fresse und los geht's. Ja, es ist kein Let's Play, bitte dran denken. Von daher werde ich im Zweifelsfall auch in die Zwischensequenzen labern. Ja, hier seht ihr, was ich meine. Ja, also die Rüstungen sind massiv Warhammer geprägt. Also diese riesen Schulterpolster, diese Aufbauten auf den Helm. Ja, also die könnten direkt von den Chaos Troopern sein. Aber gut, wir schauen weiter. If you cannot defeat me, how do you plan to defeat the supernatural forces that feed and prey on mankind? Again! Do you not feel pain? I feel it all right. Just as I feel yours. Pain is a merciful teacher. I had hoped that you three more than anyone would have learned to embrace it by now. Ich mag ja diese Orphans carry the burden of pain with them. Bilderränder in Trost, ne? Die fand ich auch bei Diablo 3 tatsächlich ganz cool. Finding a new family.
ne, wenn es mit ein bisschen Bewegung gesegnet ist. Ne? Hier sieht man recht klar, das Bild ist in mehreren Ebenen gestaffelt, da ist noch ein bisschen Bewegung drin. Das, damit kann ich echt gut leben. Ich mag diesen Stil. That pain has made you strong. Proud soldiers of the Republic, purifiers hunting witchcraft wherever it hides. The children of Hemlock. Okay. My children. Also wir jagen die Hexerei. What are we doing? Sind aber eine Zauberin? The Brotherhood of Dawn attacked one of our keeps 2 weeks ago and we still haven't moved against them. Our way commands that we retaliate. Sister, our way. Our way commands that we follow the Senate's orders. What if they ask us to stand down? They won't. Arrangements have been made. Arrangements? Grand Inquisitor! At ease. The Senate voted for your retaliation campaign. Ja, also hier ist mir tatsächlich gerade ein bisschen wenig Bewegung drin. Good. Operation Dawnbane now begins. Prepare my legion. I'll lead it myself. Okay, bietet tatsächlich ein bisschen wenig Lore, ne? Also wir sind da jetzt ein bisschen reingeschmissen. Haben Begriffe um die Ohren gehauen bekommen. Und haben keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Aber okay. Wir wissen aber, dass es Drachen gibt. Ist doch schon mal was wert. Wrackküste ist auch ein Scheißbegriff. Aber gut. Das ist halt schon schick. Also ich glaube, das ist tatsächlich mit der Ingame-Engine gemacht. Von daher kann man da auf jeden Fall nicht meckern. Es lässt sich recht schlecht erkennen, ob das jetzt unsere Leute sind oder nicht. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Permission to deal with the flayers. The clock ticks, Malis. We need to get through to engage the Brotherhood of Dawn before daybreak. We won't make it in time if we're pinned down. Take my children. Silence the archers. The rest will march on. Grand Inquisitor, purity and sacrifice. Siege Lander, now! On me! Told you Hemlock would send us. Yeah. Okay. I'm not betting with you again. Focus! Also was man direkt sagen kann, ist es tatsächlich recht schick. Ich fände es, glaube ich, schön, wenn man noch ein bisschen weiter raus könnte. Von der Zoom-Stufe her, aber okay. I want those ledges clean. One each. Let's go. Let's go. Na, time to shine. Okay, Blitzreinigung. Entfesselt einen Strom von Elektrizität durch dein Schwert und schneide deinen Gegner durch. Okay, klingt gut. Ich glaube, das will ich. Purity in sacrifice. Genau, man hat hier so eine Ansturmfunktion. Ne, man kann Ausweichrolle machen, das finde ich grundsätzlich erstmal cool. Okay, es spielt sich für eine Zauberin ganz schön, nahkampflastig. Ne, das finde ich befremdlich tatsächlich, dass man am Anfang nicht gleich irgendeinen Zauber hat irgendwie. Zack, also nu, komm her hier. Naja. Das ging tatsächlich vorhin mit den Barbaren, beziehungsweise Nahkämpfer schlechter. Okay, da wurde der Charakter gerade ein bisschen seltsam durch die Gegend geschoben. Aber okay, das sind Kleinigkeiten. Nur und ich finde tatsächlich zum Teil passiert ein bisschen sehr viel im Bild. Also ich finde es unruhig. We'll lose a lot of men if the cliff collapses. Right now I'm more worried about these bloody souls being puked out of the earth. Machen ihn nackig. We move as one and do what we do best. Was ist das jetzt? Ja. Okay. Ne? Also, wie versprochen, ist tatsächlich der erste größere Bug, den ich habe. Der lässt sich nicht töten.
Warum weiß ich, dass es ein Bug ist? Bis hierhin war ich vor... Hier lässt sich keiner mehr töten. Na, ist ja herrlich. Passiert einfach gar nichts. Okay. Du wurdest vom Server getrennt. Das ist erstaunlich, da wir einen Singleplayer-Charakter erstellt haben, meine ich. Das ist ja super. Ja, Serverprobleme. Wie versprochen. Offline-Modus. Okay. Ja, machen wir alles nochmal und überspringen den ganzen Scheiß. Das ist ja abgefuckt, ey. Ne, aber es passt natürlich super. Ne, so, wir machen das Ganze nochmal fix fertig. Zack, wieder eine Magierin. Amorassia und erstellen. Was ich interessant fände, ob unsere ganzen Dings jetzt noch da sind. Unsere Online-Charaktere. Oder ob die jetzt aus irgendeinem tollen Grund auch verschwunden sind. Beziehungsweise der, den wir gerade erstellt haben. Gut, aber ja, spielt's noch nicht online, würde ich sagen. Relativ schnell und relativ klar. Ne, also wie lange haben wir jetzt gespielt? Keine 10 Minuten. So, das überspringen wir jetzt fleißig. Kennen wir ja nun schon. Also wie gesagt, online sollte man vielleicht das Ganze noch nicht probieren. Komm her. Ja. Und los geht's. Kloppen wir die nochmal kurz im Kleinen. Ich meine, wir haben jetzt gerade nicht viel verloren, ne? Aber es... Also würde ich jetzt privat spielen ohne diese Aufnahme, würde es mir schon übelst auf den Sack gehen. Ich hätte es vielleicht noch nicht ausgemacht, weil so vom Kampfgefühl ist es ja ganz witzig. Wobei es mit dem Barbaren vorhin cooler war, der hat halt noch so Splash-Damage gehabt. Und da war es vom Kampfgefühl her einfach cooler. Na, lass machen, danke ich den Typen. It's not possible. So. Ging ratzfatz. Aber auch nicht nochmal. So, können wir die jetzt umhauen? Ja, sehr schön. Na, also ich glaube tatsächlich, also offline kann man es ganz gut spielen. Ne, das... Also die Dialoge nebenbei finde ich ganz cool. Müsste man halt gucken, ob das jetzt nur am Anfang so ist. Oder ob sich das Spiel über so durchzieht. A demon. We can't handle it. We need to get back to the purifiers now. Back to the purifiers. Das macht so nackig. Haben wir eigentlich irgendwo einen Erfahrungsbalken? Ausdauer, okay. Ne, wir können diesen Ansturm auch ausstellen, was ich für Quatsch halte. Also erstmal noch. What the hell happened here? He's one of us. A scout. Hey, Soldier, you all right? Where's the rest of your squad? Soldier? Alone, alone. Who's alone? He's in shock. He's in pain. Shut up. Who's alone? Shut up! We don't have time for this. Let's move. Ja, also wie gesagt, ich fände es rausgezoomt tatsächlich fast ein bisschen schöner. Okay, das ist cool. Ja, das ist schön. Hat was Episches. Wow. Darling, you're gonna owe me big time. Na denn. I praise your resilience, mortal. Mortal. You will make a fine host. Val, it's now or never. Now, come to me. Come to me. Ach, na nun. And be reborn. Ja, das ist jetzt gerade echt unspektakulär. Purifiers only serve mankind, demon. I do not request. I command. Purity and sacrifice. Purity and sacrifice. Okay, bis hierhin war es jetzt erstmal noch nicht so aufregend. Ne? Ich hab hier einen Heiltrank oder sowas mal gebraucht. Val, I need you now!
at peace. For soon, you shall be no more. Yo. Gönn mir. Der sieht sehr maskulin aus. Ja, harte Anlehnung an Dings, ja. Okay. Na, an die Engel aus Diablo. You owe me an explanation. Let's go, let's go! Ja, die Inszenierung ist ganz cool, die gefällt mir tatsächlich. Ne, wenn auch mit der Perspektive ein bisschen schwierig. Ne, also es passiert halt an vielen Ecken des Bildes einfach viel. Aber okay, damit kann man, glaube ich, leben. Ne, falls ihr euch wundert, es gibt keine deutsche Sprachausgabe, ne, nur deutschen Untertitel. Also wenn ihr irgendwas sucht, wo ihr alles gleich auf Anhieb auf Deutsch verstehen könnt, das wird leider nichts. Ich weiß auch nicht, ob es noch kommt. Ich glaube aber erstmal nicht. Ich denke mal, wenn der Anklang groß genug ist, dann vielleicht noch, aber ansonsten auch nicht. Und tatsächlich die Textsequenzen sind identisch. Ich habe vorhin einen männlichen Charakter gespielt und der hatte die gleichen Dialogzeilen wie die jetzt. Ne, obwohl es eine andere Klasse und eine andere. What happened back there? I feel different. How is it that I can use witchcraft now? None of this makes sense. Okay, Gesundheitstränke füllen sich wieder auf, wenn ich Gegner vermöbel. Nutze die rechte Maustaste, um eine Fähigkeit zu nutzen. Nutzen entweder Willenskraft oder Wut, in meinem Fall wohl Willenskraft. Die Art von Fähigkeiten, die genutzt werden, basieren auf der ausgerüsteten Waffe. Okay. Gucken wir mal. Boah. Okay, das ist die aktive Fähigkeitsmodifikationsfenster, Alter. Auf alle deine bereits erlernten aktiven Fähigkeiten kann von hier aus zugegriffen werden, um diese von einem beliebigen Platz an die Fähigkeitsleiste zu ziehen. Du kannst auch verschiedene Modifikatoren für jede aktive Fähigkeit aktivieren, die ihre Verhalten je nach Rang ändern oder verbessern. Jeder Modifikator ist mit Kosten verbunden, sodass nur eine begrenzte Anzahl von ihnen gleichzeitig aktiv sein kann. Durch Erhöhen der Fähigkeitsstufe können bis zu 16 Modifikatoren freigeschalten werden. Möglicherweise können sogar Kopien einer Fähigkeit erstellt werden, sodass jede auf unterschiedliche Weise modifiziert werden kann. Okay. Da haben wir erstmal noch nicht viel. Können ja auch gerade nicht viel machen. Verzehrende Asche. Und Feuerball, ne? Beschert einen Feuerball, welcher ihn in einer geraden Linie von dir wegfliegt. Nur mit einem Stab oder Katalysator nutzbar, was auch mal ein Katalysator ist. Aber gut, haben wir auf der rechten Maustaste gelegt. Bums. Yo, der haut schon geil da rein. Ah, okay, jetzt habe ich halt diesen Zauberstab ausgerüstet. Ah, okay, die baut aber auch Wut auf, genauso wie der andere Charakter. Zack. Willenskraft regeneriert relativ schnell. Ich glaube, ich kann ordentlich mit den Feuerbällen um mich werfen. Okay. So, jetzt wird's interessant. Loot. Loot ist doch immer schon mal cool. So, direkt einen besseren Zauberstab gefunden. Zack. 6 bis 9 anstatt 2 bis 8. Geiler Scheiß. Nehmen wir gleich mit. Ne? Und das ist ja das Besondere an Wolzen. Wir können tatsächlich fließend in den Charakterklassen wechseln. Ne? Also ich könnte jetzt auch einen Bogen ausrüsten und wäre dann quasi Bogenschütze. Was ist das hier eigentlich? Das ist der Zauberstab. Ah, das ist ja cool. Ne? Das ist natürlich cool, dass auch eine Fernkampffähigkeit dann ist. Was ich mich gerade frage. Nee, also der Schaden ist nicht wie bei Diablo irgendwie von der Waffe abhängig, was mir bei Diablo tatsächlich übel auf den Sack ging irgendwie. Ne, einfach, weil ich das als unsinnig empfunden habe.
Also was heißt unsinnig? Klar, es macht irgendwie... Oh, Rüstung, sehr schön. Nehmen wir auch gleich. Alle Widerstände 13. Das finde ich erstmal gut. Barbarischer Verteidiger. Kann ich den anlegen? Ah, okay. Ich glaube tatsächlich, das Ding ist mir lieber. Jetzt einfach nochmal ein bisschen Verteidigung hat. Nee, jetzt nicht. Ist beides Schrott, aber egal. Aber so einen halbnackigen Charakter. Sexheld. Bums. So. Achtung, alle Gruppenmitglieder werden in den Eventbereich teleportiert. Wenn du, während du zur Oberfläche aufschlagst, hört das Echo in ein... Hörst du das Echo einer nahegelegenen Schlacht? Na denn. Schauen wir mal. Also weiter habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Mehr inhaltlich kenne ich mehr auch nicht. What was that? She's possessed by a demon. Yes. Let's hope you're wrong. Otherwise. Talking to yourself again. Speak of the devil. Darling, I need a moment. Talk to you later. Okay, dass man jetzt tatsächlich die Ausrüstung quasi nicht am Charakter sieht, also gar nicht, das nervt ein bisschen. It's me, damn it. Horseshit. Did you knock your head? Who do you expect me to be exactly? Oh, I don't know, some bloody demon. What? No. Ja, wie immer gilt, wie in allen Rollenspielen, desto mächtiger der Charakter, desto größere Brüste muss er haben, zumindest wenn er weiblich ist. Kann man mögen, muss man aber nicht. Okay. Demon, goddammit. Come on, Val. Oh, really? Prove it. You're such a tool. Ne, ob es da jetzt diese Sexualisierung braucht, gut. Sei mal dahingestellt. Alright. Point taken. Ja, starke Frauen müssen große Brüste haben. So, what now? Frankly, I don't know. We should regroup with Operation Dawnbane, shouldn't we? In your state? Flinging magic and turning into a monstrosity. No, 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 no. They'll burn you alive. Okay, das geht auch. Ne, mit Shift kann ich frei angreifen. Das ist schon mal ganz angenehm. Look, let's get out of here first. Then we'll figure something out. Aber es spielt sich tatsächlich sehr angenehm fließend. Ne, man schreddert hier erstmal ordentlich durch. Das fällt durchaus in die Karte. Neuer Skin freigeschaltet. Vorschlaghammer. Ne, also es ist schön schnelles Kampfgefühl. Das gefällt mir. Da habe ich Spaß dran. Aber ich würde ganz gerne noch zum Fähigkeitsbaum mal kommen. Gold! Okay. Das ging recht easy. Was sie denn da? Doof? Ja, das war recht Pillepalle, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, ob das irgendwie so ein Zwischengegner werden sollte oder einfach nur so ein Standardgegner war. Vielleicht wäre der mit dem Dings. Oh, schön. Mit einer anderen Klasse schwerer gewesen. I don't get it. Svrea aren't normally this bold, not without good reason. That soul demon first. Now this. Zack. There's something wrong. Schnetzel, Schnetzel, Schnetzel. Ja, das ist cool. Also es sieht auf jeden Fall auch schick aus. Kann ich es eigentlich drehen? Ich glaube, drehen kann ich es nicht. Das finde ich schade. Ne, macht das Beobachten auf jeden Fall. Ups, hier sind ja mal eine Menge Lebensdinger runtergeflogen. Blub, blub. So, haben wir was Besseres dabei? Ja, gut, das ist alles derselbe Plünn. Gehen wir darauf verzichten. Wir können ja mal hier so eine Breitaxt ausrüsten. Ne, dann seht ihr auch gleich hier, der Feuerball funktioniert nicht mehr. Okay, das, da hat es gerade ein bisschen gehakelt. Also es läuft tatsächlich echt Bombe. Witchcraft is forbidden in Stormfall. Anyone caught joining nefarious cults. Also Hexerei ist verboten, Zauberei auch, ist das gleiche, Fragezeichen. So, aber worauf ich hinaus wollte, es läuft halt echt gut, ne? Also wir haben jetzt 110 bis 120 FPS, grob. Ist okay, lässt sich halt echt sauber spielen.
Ne, Hardware ist ein 6700K mit 16 GB Arbeitsspeicher und ein 1080 Ti. Wir spielen alles auf volle Lotte, kann ich auch gleich nochmal zeigen. Ne, hier geht tatsächlich nicht mehr. Auch geil. Aus ist aus. Medium ist SMA einfach. Ah, TX, okay. 1TX, habe ich auch noch nie gehört, aber gut. Ne, und wir haben alles sehr hoch eingespielt. Was ich schön finde, ist, sehr hoch ist tatsächlich einfach auch mal die höchste Einstellung. Überall. Ne, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn hier jetzt irgendwo noch extrem bei wäre. Ne, und man dann alles nochmal durchguckt, ob denn wirklich auch alles auf volle Lotte gesetzt ist. Ne, hier, man kann die FPS limitieren. Kann ein bisschen Dings hier aus Tiering und sowas vermeiden. Ne, aber gut. So, akzeptieren. Wir machen mal weiter. So, was ich jetzt... Oh, hier. Schmeißen den hier erstmal wieder rein. Das finde ich ja schön. Ne, diese durchsichtige Karte. Ich glaube, es war bei Diablo 3, glaube ich, auch anders. Und ich war genervt. Ne, weil ich es von Diablo 2 gewohnt war. Okay, was ist hier los? Also es ist halt... In solchen Situationen ist es halt cool, wenn so viel los ist, ne? So, es geht ab hier. Ach, hier geht die. I know that face. You've got a plan. All right, let's hear it. You need answers. And I don't think Malus will get you anything more than a rope around your neck. So, here's my plan. You wait for me in Stormfall. Easy enough, yes? Meanwhile, I meet up with our forces and I try to talk to Edric about the situation. To see how we can convince our people that you're not a bloody demon. Agreed. I would rather appreciate ganz ehrlich, ne? Man hätte doch irgendwie programmieren können, dass der Charakter, den man da erstellt hat, da auch wiedergespiegelt wird. Ne, muss ja nicht mit Rüstung und so sein. Aber so ein Bildrechner, der da einfach die Auswahl, die wir getroffen haben, da reinschneidet. Also ich glaube, das hätten sie jetzt noch bringen können. Es wäre besser gewesen als so ein schwarzes Bildchen. Why don't you let people in? For the 100th time, this city is already filled to capacity with refugees. Refugees. We are not letting anyone in. Look, I really need to have access. Let me through. That's not how things work, friend. Only conscripts are allowed through. Order of the Merchant Prince Damascus himself. So you want fighters? I will fight. Now stand aside. You are serious, my friend. Well. All right then. Go through to the farmlands on the other side. Okay. Durch das Töten von Gegnern hast du ein neues Level erreicht. Nutze die Taste C, um das Charakterblatt zu öffnen. Weise den 4 verschiedenen Attributen Punkte zu. Jedes Attribut wirkt sich auf verschiedene Aspekte des Charakters aus. Nutze die P-Taste, um den PST zu öffnen und Punkte zu verteilen. Was auch immer das PST ist. So, alle Attribute können nach einem Level-Up erhöht werden. Du erhältst 10 Attributspunkte zum freien Verteilen. Die 3 Attribute mit dem höchsten Wert erhöhen deinen allgemeinen Schadensoutput. Du kannst deine Attribute mit Gold zurücksetzen und deine passiven Fähigkeiten mit urzeitlicher Affinität. Okay, na, also es ist alles umkehrbar, was wir machen. Das ist ja erstmal ganz cool. Na, ich denke mal, dieser Betrag wird höher werden, desto öfter wir es machen. So, wir haben die Attribute Wildheit, Zähigkeit, Beweglichkeit und Weisheit. Also quasi Stärke, Gesundheit, ja, Agility und also Beweglichkeit, klar. Und Intelligenz oder Weisheit. Da wir eine Magierklasse spielen, hauen wir erstmal alles oder fast alles in Weisheit. Oh, wir haben 10 Punkte, das ist ordentlich. Gesamtchance, kritischer Treffer. Okay, das ist auch ungewöhnlich. Sonst hat man Crits eher unter Agility. Aber dann hauen wir hier noch ein bisschen was in die Crits. Und ein bisschen was in die Zaubergeschwindigkeit. Gesundheit und Kraftschild ist drauf geschissen erstmal. Und dann bestätigen wir das einmal. So, und jetzt gab es ja noch P. Du hältst eine passive Fähigkeitspunkt pro aufgestiegenen Level bis hin zu insgesamt 89 Punkten, sowie 2 weitere über den Champion von Sturmfall-Spielmodus. Verteile deine Punkte und klicke anschließend auf die Bestätigen. Du kannst die Ringe an der Pforte der Schicksale drehen, indem du das Ring-Interface auf der linken Seite nutzt. Hierdurch können einzelne Knoten freigeschalten werden. Okay, das ist halt
umfangreich, möchte ich einfach mal sagen. Die jetzt alle durchzugehen, dürfte nicht drin sein. Aber wir können mal grob gucken. Was haben wir denn hier? Gelehrter, erhöhte Konzentration, robust, mehr Schild, was auch immer Kraftschild ist. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Okay, hier sind also die Nahkampfdinger. Hier sind die Magie-Dinger und hier die Agility-Dinger. Ja. Und gibt es noch eine Farbe? Nö. Also so im Groben und Ganzen dürfte das sein, oder? Mehr Kraftschild. Zermürbender Strategie. Okay. Jeder Treffer führt eher zu einem Statuseffekt des Ziels. Okay, erhöhte Statuseffekte, was haben wir hier? Gesundheitskugel heilt jetzt sowohl deine Gesundheit als auch dein Kraftschild. Das kann ganz cool sein für Nahkämpfer. Wenn dein Kraftschild voll ist, wird dein erlittener Schaden reduziert. Okay, das sind hier tatsächlich eher so Gesundheitsdinger. Was ist denn das hier? Angriff und Zauber sind eher kritische hier sind mehr so Angriffssachen. Okay, also teilen wir es mal grob in Angriff, Verteidigung. Und wie nennen wir das hier? Ja, Gesundheit, ne? Ne, ist nur Nahkampfschaden, das ist natürlich doof. Das ist doch eher hier Krieger. Das sind die Klassen eher, ne? Zauberschaden, ja, das klingt doch schon mal gut. Hier wollen wir hin. Ne? Mehr Zauberschaden am Anfang. Was will man mehr? So, und dann können wir das hier drehen. Du musst einen Ring auswählen. Okay, ich jetzt den hier nehme. Der Ring kann so lange nicht gedreht werden, bis die ausgewählten Knoten bestätigt sind. Okay, machen wir einfach mal. Ah, okay. Und dann kann ich hier halt hier unterschiedlich ansockeln. Ne? Wenn ich jetzt hier weiter hochgehe, bis hier, könnte ich halt gucken, will ich in die Richtung, will ich, ey. Das ist tatsächlich ein bisschen frickelig hier. Ich glaube, das hätte man anders lösen können, okay. Das ist steuerungstechnisch ein bisschen assi. Ne, für eine Tastatur, Maus wäre es ja gut gewesen, einfach Rechtsklick und dann drehe ich den Scheiß halt. Aber okay. Kann man, ja, das ist altbacken. Das ist wirklich altbacken. Ich meine, die Idee an sich ist relativ innovativ, möchte ich einfach mal sagen. Aber die Umsetzung hier mit dem Scheiß ist altbacken. Aber okay. So, wir hatten ein Level Up, wir düsen weiter. Betrete Sturmfall. Also, wenn man die Spiele lassen, muss ich echt schicken, ne? Na klar, CryEngine, das macht schon was her. Also, das ist halt kein Scheiß, ne? Gute deutsche Engine. So. Dear blood, get to Mahabi's shop. He will have you geared up, courtesy of Stone. Okay, wir kriegen auch ein bisschen Ausrüstung. Also was ich sagen muss, bis hierhin ist es tatsächlich sehr schlauchig gewesen. Ne? Ich denke mal, das wird sich noch ein bisschen ändern. Was ist hier? I'll have to fight for Stormfall if I'm to stay within the city walls. Sanafer stark. Juwelier und Sockel sind verstärkt. Die Juwelierin kann jeden Edelstein, der in den Gegenstand gesockelt wurde, entfernen, solange du den Preis zahlen kannst. Sie verkauft außerdem noch Edelsteine. Für den richtigen Preis kann sie sogar Sockeltypen auf deinen Gegenstand neu auswürfeln. Okay. Das haben wir erstmal noch gar nicht gehabt. Okay. Also das Inventar erinnert schon stark an Diablo. Muss man ja mal ganz klar sagen. Gut, hier könnten wir jetzt kaufen tatsächlich Edelsteine. Lasurstein, Amethyst, Smaragd, Topas, Kupferstein, Bernstein. Ne, wie bei Diablo tatsächlich ähnlicher Aufbau, ne, bringt in der Waffe was anderes als in der Rüstung und wieder was anderes als in dem Schild. Und ja, was mir gerade mal einfällt, es sind relativ viele Ausrüstungsteile, ne? Also mit zwei Schulterteilen ist ja schon relativ selten. Auch ein Gürtel ist hier wieder mit dabei. Das fangen wir bei Diablo 3 nicht mehr. Aber es kann gefallen. Ne? Also ich habe auf jeden Fall schon wieder Bock, Ausrüstung zu looten.
persönliche Truhe ist. Oh, okay. Gut, die kann ich für Gold freischalten, das finde ich fair. Weitere Truhenplätze können im Champion von Sturmfallspielmodus freigestellt werden. Okay. Da gucken wir jetzt erstmal noch nicht rein. Mojave. Questbelohnung. Wen hat eine Belohnung? Okay, ich habe irgendwas geschafft. Finde ich schön. Dann nehmen wir doch mal einen verzauberten, einen magischen Stab. Was kann er denn? Plus 29 Schaden durch Giftschaden. Okay. Plus 10 auf den Gesamtwert der okkulten Statuseffekt-Chance. Whatever. Okay, können wir uns hier irgendwie eine Statistik anzeigen lassen? Zeige Details. Ah, guck mal. Auch das erinnert wieder massiv an Diablo, aber okay. Ne, irgendwie ähneln die sich ja alle. Und man hat tatsächlich so ziemlich alles, was man sich wünschen sollte, ne? Wieder, also Gesundheitswiederherstellung, Regenerationsrate. Okay. Die Zeit zwischen jedem Heilungstick deiner Gesundheitsregeneration und des Lebensdiebstahls. Life Leech, Kraftschild, whatever. Kraftschildregenerierung, 1000%. Also was Kraftschild ist, würde ich jetzt tatsächlich sehr gerne wissen. Weil davon war noch nichts zu sehen. Bis hierhin. Aber wir können jetzt mit dem ganzen Schrott verkaufen. Komm mal her. Don't be shy. Mojave has everything. Okay, das geht nur mit Rechtsklick. Wir hauen hier alles raus. Brauchen wir alles nicht. Was hast denn du Schönes? Ach, wir werden, ausgerüstet. Wir nehmen das einfach mal, was wir hier kriegen. Dimitr. Hyperwürfel und Fähigkeiten. Ach, wir haben auch einen Horadrim-Würfel. Wer hätte das gedacht? Du hast einen Hyperwürfel bekommen, welches ein uraltes magisches Objekt ist. Nutze die rechte Maustaste im Inventar auf der Hyperwürfel, um die Fähigkeiten zu erlernen. Okay, du kannst den Hyperwürfel bei Dimitra gegen urzeitliche Affinität eintauschen. Mit dieser Währung kannst du bei Dimitra deine Fähigkeiten verbessern. Das Erhöhen einer Fähigkeit führt dazu, dass Modifikationen freigeschaltet werden. Nutze die Taste S, um die aktive Fähigkeitsmodifikator-Fenster zu öffnen. Fähigkeiten werden auch im Kampf gelevelt. Das finde ich ja grundsätzlich erstmal gut. Was kriegen wir denn jetzt? Flügel von Ishmir. Beschwört einen großen Speer, welcher auf die Gegner fällt und Schaden verursacht. Eine Eisexplosion mit mittlerer Reichweite, die alle Gegner in der Nähe einfriert. Das klingt nach meinem. Stürmt in die entgegengesetzte Richtung des Cursors und lass eine Bombe fallen. Die Gegner in einem Status verlangsamt. Ja, gut. Beschwört einen Zombie. Oh, ist auch geil. Der mit Nahkampfangriffen Schaden verursacht, wenn die maximale Anzahl der Zombies erreicht wurde, stürmen diese auf die Position des Cursors. Boah, man kann einen Totenbeschwörer quasi machen. Das könnte mir gefallen, ne? So, Eismagie oder Beschwörungsmagie? Wir machen mal Beschwörungsmagie. Ich will einfach wissen, wie es aussieht tatsächlich. So, das ist Dimitras Laden, auch bekannt als die Archivarin. Sie kann urzeitliche Affinität, die du durch den Verkauf bei ihr erhältst, dafür benutzen, um das Level deiner genannten aktiven Fähigkeiten zu erhöhen. Außerdem kann sie die Hyperwürfel gegen Gold tauschen. Das sind diese Hyperwürfel. Also kein Horadrim-Würfel, wie ich gedacht habe. Aber das wollen wir ja gar nicht. It's intact, even after so many years. Okay, wäre jetzt interessant, ob ich das verkaufen könnte, aber eigentlich auch gerade relativ wurscht. Ah, hier kann ich ein Duplikat erstellen oder aufleveln. Zauber nur mit einem Stab. Ja, okay. Okay. Die Frage ist, wie lerne ich das jetzt? Zack, gelernt. Beschwert. Ach da, jetzt liegt es da auf der Fähigkeit. Kann ich das hier einsetzen? Ja. Ja, gut. Finde ich jetzt nicht so schick. Können wir mal einen andersrum machen? Ah, okay. Dann kann ich die tatsächlich durch die Gegend schicken. Das ist ja geil. Das gefällt mir. Okay, die marschieren noch mit mir mit. Nehmen quasi eine Formation ein. Okay, das testen wir gleich mal im Kampf. Wir haben nur ein bisschen Gold. Das reicht nicht. Also ziehen wir einfach mal weiter. Britit betritt das Ackerland. Also optisch würde ich tatsächlich sagen, gefällt es mir besser als Diablo. Ist aber natürlich auch weit, weit jünger. So stop sobbing and get ready for hacking. Quatsch, kein Kacke. But we're not even trained.
Es sind so Kleinigkeiten, die mich nerven. Ne? Hier wird er halt mit Helm angezeigt, da steht er ohne. Aber okay, Kleinigkeit. So, dann probieren wir jetzt mal unsere Dings hier aus. Darf ich jetzt hier durch? Nee, ich soll mit dem quatschen. Ja. You look different from the others. Oh, I know. You're not wetting your pants. How come? I've been on battlefields before. A soldier, huh? My lucky day. I need someone for a mission. Think you got what it takes? I'm listening. Na komm, erzähl. The Sphere have penetrated two of the three defenses we built to stop them. Our last working radiant turret on this side of Stormfall is in Sandor's barricade, north from here. Get to him and tell him that reinforcements will come. But his orders are to hold his ground at any cost. If his line breaks, the farmlands will be lost. The storm be with okay. You. Hey Ben. Nutze die Taste T, um per Stadtportal zu Sturmfall zurückzukommen. Du kannst jederzeit zu deiner Position zurück. Okay, ich muss so einen Scheiß schon mal nicht sammeln, das finde ich ganz angenehm. Hold Position! Da müssen wir nachher mal drauf achten, wenn wir zurückkommen, hier immer noch ein bisschen gelabert wird. Das ist ja ganz nett. Okay, ich stelle halt die Wachen. Und hier ist schon wieder das blühende Leben. So, gucken wir doch mal, wie das mit unseren beiden Pestlingen läuft. Das finde ich geil. Okay. Also, wie in jedem anderen Spiel auch, ne, gibt's halt Portale, um von A nach B zu kommen. Please don't tell me you are the reinforcements. Maybe. I have a message for Sandor. He is inside. Organizing the... Oh no. Greens! The Greens are coming! Greens! I'm going in. Das finde ich gut. What? Wait, I didn't authorize. Ja, hau rein. Come on, men! Okay. Let's earn our keep! Time to show those Greens the color of the storm! Warm her up! I want to hear her sing! Now! Squad 2, to the west! Squad 3, in position! Here they come! Also, Inszenierung gefällt mir, ne? Habe ich Spaß dran. Knock! Draw! Loose! Okay, da wird ein paar Texturen im Hintergrund später aufgebaut. Das ist schade. Unleash the storm now! Eine Erklärung dafür, wie das funktioniert, hätte ich ganz gerne. Ja, das ist cool, komm. Das kann man sich geben. For Stormfall! Ja, das. Nagishman, lass. Okay, ich glaube, wir sollen diese pimmelige Kanone hier nur verteidigen. Die Pestlinge sind dafür natürlich spitze. Dass sie hier jetzt den Schaden erstmal ablocken. Squad 1, take the south! Squad 2 to the west! Show them the might of the storm! We'll live through this! Töte den Tunnelbauer. Okay, jetzt würde ich tatsächlich ganz gerne die Kamera drehen können. Aber okay. Ihr haltet immer schön. Ey, Rücken frei halten. Take cover. Don't let them get to the cannon. Stirb, Bastard. Okay, das sind etwas viele. Los, her hier. Okay. Jetzt ruckelt's tatsächlich ein wenig. Oha, da sacken die Frametimes aber hart ab, ey. Also gar nicht mal die Framerate so sehr, sondern die Frametimes. Hilfig du. So. Ach ja, rollen. Gute Idee. Mach ihn nackig. Machen wir hier das. Wow.
Läuft aber unrund. Unangenehm. Also ich schließe nicht ganz warum. Nix jetzt geben. Komm. Stirb! Was nun? Okay. Was hat eigentlich der zweite rote Balken? Egal. Okay, da springen die Frames aber krass gerade. Also ohne, dass ich wüsste, warum. Die springen zum Teil auf 20 runter. Das ist ja völlig sinnbefreit. Elementarschaden nehme ich gerne, den brauche ich nicht. Okay, Stulpe. Okay. Plus Beweglichkeit, okkulte Widerstände, was auch immer okkult ist. Und Elementarschaden. Ja, nehmen wir erstmal so. Also jetzt hier gerade. Was ist denn hier los, ey? Zwischen 40 und 100 FPS springt das gerade. Und grundlos 20 habe ich da gerade gesehen. Meine Fresse. Who the hell are you, soldier? Just a messenger. Some messenger. Ja, also immer bedenken, ohne Aufnahme läuft es nochmal ein bisschen besser, aber das ist eigentlich nicht gut tragbar. 15 habe ich da gerade gesehen. Dafür, dass ich lokal spiele, sackt das definitiv zu sehr ab. Also von der Sache her, ja, der Bosskampf war cool, aber dieses Geruckel hat mich gerade echt ein bisschen wahnsinnig gemacht. Won't withstand the next bloody assault. You won't have to. Oh yes, and why is that? I'm taking the fight to them. Don't be ridiculous. What? Don't be ridiculous. Nothing will stand in my way. Level up. Das erinnert frappierend an Diablo 2. Aber ich stört mich tatsächlich nicht. Ich mochte Diablo 2. So. Das nehmen wir so. Haben wir hier auch einen bekommen? Ja. Sehr schön. Erhöht der Zauberschaden. Zack. Also ich habe mich hier jetzt nicht groß mit beschäftigt, ne? Ich mache das jetzt erstmal aus dem Bauchgefühl heraus. Come back here, you fool! They have a giant burning one leading them. It will fry you alive! Ach, okay, hier ist einmal ein Special-Gegner. Machen wir noch wieder hier so ein. Okay, seltene Monster halt auch dabei. Oh, der blitzt ein bisschen vor sich hin. I need more power. I need more power. So, die haben nicht lange gehalten gerade. Jetzt springt das wieder so krass. Warum? Also man sieht das richtig, dass es mal besser, mal schlechter läuft. Also als wird das Spiel versuchen, das dann wieder aufzuholen. Also ich kann mir jetzt halt nicht wirklich vorstellen, dass meine CPU da das Problem darstellt. Ratten. Süß. Ist das so? Amboss-Schlag. Okay, das kann ich dann eintauschen. Neuer Skin freigeschalten. Das finde ich ganz cool, dass man die aktiven Fähigkeiten einsammelt. Ne? Das ist so klassisch, Diablo 1. Ne, da war es ja auch so. Und ich meine auch in Dings hier. Moin. Du stirbst schnell. Oh, zaubern tut's halt geil schnell, ne? Oh, magischer Schulterschutz. So ein Fuddel, die Sachen identifizieren, gibt es zum Glück nicht. Plus 33% Kraftschild auf diesem Gegenstand. Was ist Kraftschild? Ne, hier kann man auch gerade, sehe ich gerade. Gibt 5 Stufen offensichtlich. Ne, 5 Qualitätsstufen. Angezeigt mit Sternen. Okay. Kann man sich gönnen.
Wir bleiben bei 1. So, und hier wird das Spiel jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen weitläufiger. Ne, und nicht so schlauchig, okay? Ich weiß nicht, ob die Idee gut ist. Gucken wir mal. Oha. Ja gut, als Nahkämpfer wahrscheinlich nicht das Ding, ne? Weg. Jo, der ist hin. Blub, blub. Wir nehmen erstmal alles mit. Hose! Ja, kann nur besser sein als unsere. Zack. Boah, ich bin tatsächlich instant wieder im Sammelfieber. Ich habe direkt wieder Bock. Aber die Performance macht mich gerade wahnsinnig, ey. Klar, ist schick, aber nicht so schick, dass das so springen dürfte. Zack, den holen wir gleich wieder. Da sind auch wieder irgendwelche Special-Monster. Wird schön oben rechts auf der Minimap tatsächlich angezeigt, die ihr gerade nicht seht. Das ist natürlich doof. Ja, aber da sieht man gerade so ein Backköpfe. Ja, das sind dann einfach nur die. Okay, die finde ich jetzt nicht so besonders, aber okay. Level 4. Oh, bitte. Das macht halt echt Spaß, ne? Also, so in Sachen Hau drauf ist es einfach nur cool. Da gibt's auch wenig dran zu rütteln. Und wird garantiert noch cooler mit mehr Fähigkeiten. So, ich will eigentlich schnell in den zweiten Ring rein. Okay, plus 12% auf den Gesamtwert der Zauberwirkungsgeschwindigkeit. Und 8% mehr Schaden. Abklingzeit reduziert und Weisheit plus 25. Nee, ich will das hier. Das finde ich klingt ganz schön cool. Nacker. Also die Geschwindigkeit, also die Spielgeschwindigkeit ist angenehm hoch. Wenn auch nicht die Performance. Oh, komm schon. Rums, kaputt. Not possible. Ne, ich finde die Levelaufstiege sind nicht ganz so belohnend. Wo auch immer die jetzt herkommen, mal schauen. Aber hat sich gleich erledigt. Wie bei Diablo zum Beispiel, obwohl bei Diablo war es das nachher auch nicht mehr, zumindest im dritten Teil finde ich nicht. Nehmt euch, dass man nur ein paar Attributpunkte kriegt. Aber immer noch okay. Ratten! Stirb, du Ratte! So. Ich möchte gar nicht wissen, wie das Spiel jetzt laufen würde, wären wir online. Ich hoffe, man sieht das nachher in der Aufnahme echt gut. Aber das ist eigentlich nicht tragbar. Meine Güte, der Hund hat schon wieder eine Macke. Was ich tatsächlich finde, auch die Gegner sind bis hierhin eigentlich angenehm abwechslungsreich. Ne, es ist nicht irgendwie, dass man denkt, oh, ständig dasselbe. Zack, 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 zack. Not possible. Oha. Die sind ein bisschen heftiger, wie mir scheint. Vielleicht bin ich da gerade etwas zu weit gerannt. Halt die mal zurück, bitte. Oh ja. Der hält ein bisschen mehr aus. Na, mach eine Rolle. Oh, nicht genug Ausdauer. Okay. Okay, okay, okay. I need a breather. Oh, es ist echt kaum spielbar, ey. Es leckt so massiv. Meine Güte. Alter. Oh,
das nervt wirklich gerade. Also es fühlt sich halt nicht schön an beim Spielen. Na. Ah. Na, ich kenne es fünfmal. Was auch immer das jetzt war. So, aber neuer Schulterschutz und neue Schuhe sind ja was Feines. Ja, das ist ein No-Brainer. Das machen wir so. Und da wir da noch gar nichts haben, kommt da was drauf. Ist das Gesundheit und Kraftschild? Damit die gute Frau mal was anhat. Geht ja so nicht weiter. So, okay. Ein bisschen was am Outfit sieht man dann doch. Ist nicht ganz so asig. So. Kraftschild. 77 von 77. Wo kriege ich den denn her? Ach da. 3 Kraftschild. 9 Kraftschild. 16 Kraftschild. Okay. Ist quasi sowas wie Panzerung nochmal extra. Neuer Skin freigeschalten. Was kannst du? Gesundheit und Kraftschild. Nee, dann nehme ich die 16 Kraftschild tatsächlich lieber. Mal kicken, wie sich das auswirkt. Gut, hier gehen wir nicht weiter. Also, oh, also es kämpft sich mit diesen Lags tatsächlich echt scheiße. Boah. Nice. Boah, bitte, ey. Meine Güte. So. So, was wir uns jetzt noch gönnen, ist gleich einmal ein Town Portal. Und dann sind wir tatsächlich mit der Spielzeit so ziemlich durch. Oder? Ja. Na komm. So, und ich wollte mir noch was angucken. Hund! So, bestätigen. Wir porteln mal einmal nach Hause. So, und dann gucken wir uns das hier nämlich nochmal an. Denn wir hatten hier was gefunden. Genau, diesen Amboss-Schlag. Der eher für einen Krieger ist. Okay. Haben wir jetzt verkauft und haben hier ein neues Level bekommen. Zack. Ah, okay. Wie viel habe ich da jetzt bekommen? Ach da, 9 Stück haben wir. Das ist hier schon aufgelevelt. Okay, was kriege ich durch ein Aufleveln? Steht das irgendwo? Nicht wirklich, oder? Duplizierte Fähigkeiten. Hm. Ist irgendwie nicht erkenntlich, was es bringt, dass es auflevelt. Also klar, ich kann die Werte danach angucken, wie es ist, aber so im Auflevel-Prozess selber sehe ich es erstmal nicht. Oder? Da ist gerade was aufgetaucht? Nö. Es ist unschön, das könnte man noch ändern. Ne? Zumal das hier unten ja noch um einiges voller werden wird. Aber naja, so. Haben wir schon mal neue Fähigkeiten. Läuft das hier jetzt auch so scheiße? Das läuft hier jetzt auch so scheiße. Warum? Zumal es am Anfang noch echt schön lief. Ich probiere mal einmal hier. Qualität stellen wir mal auf Medium. Ja, und wieder muss ich natürlich das Spiel neu starten. Ne, wir gönnen uns das aber mal und machen das einfach mal. Und dann kicken wir mal, wie die Performance dann ist. Rödel, rödel, rödel. Und gleich wieder an. Rödel, 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 rödel. Ja, und ich glaube, es ist tatsächlich immer noch 1.0.0, oder? Also es kam noch, nee, 1.0.7. Also ein bisschen weiter sind sie schon mal, ist ja schon mal was wert. So, wir kommen immerhin wieder auf den Server. Gehen wieder in den Offline-Modus. Und dann schauen wir mal.
Ladezeit, ne, liegt wieder auf einer SSD, ist klar. No. So, sind wir mit allem ein bisschen runtergegangen. Und die FPS sind gefühlt schlechter. Also, wir kommen nicht über 90, wo ich gerade massiv runtergestellt habe. Da muss ich mal glatt was gucken. Wir machen mal einmal den Task Manager auf. Den legen wir darüber. Mal gucken, was da limitiert. Das ist auf jeden Fall nicht die CPU. Die ist nur 80% ausgelastet. Es ist nicht der Arbeitsspeicher, der ist bei gerade mal der Hälfte. 8,2 GB habe ich hier gerade belegt. Und wir gucken mal nochmal. Muss ich mal ein bisschen aufziehen. Und das ist auch nicht die Grafikkarte. Die langweilt sich gerade bei 60-70%. Also frage ich mich, warum die FPS so bescheiden sind. Wir sind weder am CPU-Limit noch am GPU-Limit noch am Limit des Arbeitsspeichers. Es ist einfach scheiße programmiert. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, aber jetzt sind die Frames auf jeden Fall höher. Jetzt sind wir hier draußen bei 120. Und sie springen nicht mehr so sehr. Obwohl wir in der gleichen Region quasi unterwegs sind. Bums. Mit einem Timer. Wir laufen mal nochmal wieder ein Stückchen weiter. Gucken mal, wie es hier. Ja, Quatsch mir nicht vor. Aber es läuft jetzt wieder stabiler. Also es war tatsächlich eher ein Softwareproblem, würde ich sagen. Wir stellen mal nochmal um. Wieder also volle Lotte. Anwenden. Wir sollen jetzt natürlich wieder das Spiel neu starten, sagt das Spiel. Machen das dann auch nochmal, beende Walzen. Also das ist tatsächlich ein bisschen unschön. Bei jeder scheiß Grafikeinstellung das Spiel neu starten. Also selbst bei Toneinstellung das Spiel neu starten. Das behämmert. Macht überhaupt keinen Sinn. So, gucken wir mal, was die Grafikkarte jetzt gleich sagt. Und die CPU. Ein bisschen größer machen hier auf dem Monitor. Na komm. Offline-Modus, okay. Und automatischen Online-Modus, damit kann man leben. Rödel, rödel, rödel. Rödel, 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 rödel. Na komm. Also was halt aufgefallen ist, die Frames haben sich nicht großartig unterschieden, ne? Also dafür, dass ich die Qualität massiv runtergesetzt habe. Ist auch jetzt wieder ungefähr bei 90 FPS. Zum Teil über 100. Also ich habe zum Teil jetzt eine bessere Performance als vorher. Hier jetzt tatsächlich nicht unbedingt. Ne, hier dreht sie sich so ein bisschen um 100. Also von mittel auf sehr hoch nur 20. Ne, hier sind wir wieder bei 126. Nö, ist quasi kein Unterschied. Ne, aber es macht auch nur Sinn. Die Grafikkarte ist wieder nicht am Limit. Ne, läuft bei 80% Auslastung jetzt etwa. CPU auch bei 80%. Come back here, you fool. Ja, Quatsch, mir voll. They have a giant burning one leading them. It will fry you alive. I'm not letting your men die, Sandor. Das war dumm. Machen wir die Jungs mal wieder. Ja, ja. Ne, und es ändert sich tatsächlich auch erstmal nichts. Ja, es dümpelt alles auslastungsmäßig so vor sich hin. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich den Scheiß aufsammle. Mach die nackig. Neue Hose. Komm mal her hier.
Da brauche ich Willenskraft für, um die durch die Gegend zu schicken. Na gut. Dann ist das so. Und ihr seht, es läuft jetzt wieder sauber, knackig, schön. Ist tatsächlich Softwareproblem. Das ist ärgerlich. That explains a lot. Na, das gehen wir mal hin. Zack, Pestlinge. Eisenmuschel-Skarabios. Level 5. Also ich kann mich glaube wieder nicht lösen, ne? Ich rede dabei auch nicht mal viel, weil es macht halt trotzdem Spaß. Nochmal eine blaue Hose. Ja. Schwierig, ne? Also, es macht ficke Fun. Ne, das kann man nicht anders sagen. Grafik ist wunderschön. Die Engine hat so seine Probleme, das merkt man auf jeden Fall. Wie gesagt, weder Grafikkarte noch CPU sind ausgelastet. Und ich dümpel hier bei 120 FPS rum, obwohl offensichtlich mehr gehen würde. Die Frames brechen ein, bzw. springen nach einer gewissen Zeit. Warum, konnte ich jetzt gerade nicht erkennen. Auf jeden Fall hat... Oh Gott, ich bin ja hier quasi nicht gut sichtbar. Das ist mir hier, dann sieht man mich auf jeden Fall gut. Die Frames... Ja, keine Ahnung. Software neu gestarten, läuft wieder. Ja, also es liegt auf jeden Fall schon mal nicht am Rechner, sondern eher an der Software. Der Spielflow ist geil, da kann man echt nichts sagen, da habe ich echt Bock drauf. Ich bin sofort wieder in dieser Loot-Spirale und will mehr, mehr, mehr. Ne, aber es ist halt echt noch buggy. Ne? Habt gesehen, vorhin gleich am Anfang, erstmal direkt von den Servern geflogen, hat keine 10 Minuten gedauert. Und ja, würde ich es jetzt schon kaufen und spielen? Hätte ich es hier nicht zeigen wollen, würde ich sagen, nee. Nee, ich werde es jetzt wahrscheinlich auch noch nicht großartig weiterspielen, obwohl ich Bock habe. Weil mir dieses, also FPS-Gespringen auf jeden Fall irre auf den Sack geht. Dann würde ich halt ganz gerne gleich einen Online-Charakter starten können, aber das geht nicht. Ne? Da haben die Entwickler auch schon gesagt, das wird auch noch eine Weile auf sich warten lassen. Hatte ich jetzt heute gerade einen Artikel von Dings gesehen, von GameStar. Die hatten die Entwickler gesprochen, die sagten auch, die nächsten 4 Monate kommt jetzt erstmal nur Bugfixing, keine neuen Inhalte. Von daher ist da auch nichts zu verpassen. Selbst die Leute, die nur online zocken wollen, könnt warten, wird erstmal nichts anderes kommen. Und ja, gibt dem Spiel noch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, dann wird das echt cool, weil es vom Spielgefühl einfach genial ist. Da gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Ich finde es auch tatsächlich flüssiger und fließender als Diablo 3 bisher. Ne, wobei ich sagen muss, haben wir natürlich noch nicht viel gesehen. Ich meine, wir haben jetzt 2 Fähigkeiten ausgetestet, sind ein bisschen rumgerannt. Ne, was ich halt cool finde, ist hier. Ich zeig das mal nochmal. Gotta catch my breath. Natürlich. Keine Ausdauer mehr. Also diese Ausweichrollen, die finde ich ganz cool. Ne, die geben dem Ganzen nochmal ein bisschen Schwung. Ne, so das, was Diablo noch fehlen würde. Und man muss dazu sagen, ich bin echt ein riesen Diablo-Fan. Ja, also Diablo 3 jetzt nicht unbedingt. Diablo 2 habe ich gesuchtet wie ein Blöder. Aber 3 fand ich, wo ich nicht war mit. Wollte mir nicht so sehr gefallen, wie es eigentlich hätte tun sollen. Na gut, aber wie gesagt, man kann es spielen, man muss es noch nicht spielen. Wie ich finde, sollte man es vielleicht auch noch nicht spielen, wenn man keinen Bock drauf hat, sich das Spiel kaputt machen zu lassen. Die Stimmung von den Rendersequenzen sind cool. Ne, wie gut die Story durchzieht und diesen Spannungsbogen aufrecht erhält, sei mal dahingestellt. Ne, viel Lore haben wir ja noch nicht. Wird aber sicherlich noch einiges dazukommen und wird hier sehr reingeschmissen, das muss man auch sagen. Aber nichtsdestotrotz macht das Spaß. Ne, und ich will mehr Ausrüstung. Ne, ich will auch, hey, ich will Sets. Ich weiß gar nicht, ob es Sets gibt. Wäre cool zu wissen. Also auf Sets hätte ich Bock. Ne, finde ich immer mit am schönsten. Finde ich auch wesentlich schöner als Unique Items, aber das ist ein anderes Thema. Ne, also kauft es euch, wenn ihr es nicht erwarten könnt. Wenn ihr warten könnt, kauft es euch in einem Monat oder in 2, wenn die gröbsten Bugs behoben sind und
Ich glaube, dann kann man mit dem Spiel echt eine Menge Spaß haben. Wenn ihr trotzdem schon Bock habt, das vielleicht bei mir auf dem Kanal zu sehen, schreibt das auch gerne drunter. Dann werde ich mich halt doch schon ransetzen müssen. Ne? Ich hoffe, ich werde mir nicht den eigenen Spielspaß versauen, aber was man nicht alles macht. Ne? Ansonsten danke ich euch jetzt erstmal fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Satisfactory. Bis dann, bleibe ich euer Ratner Bertholdsson.